Alois, ich versteh da was nicht. Was ist denn, Irmi? Frag mich halt, ich sag das schon. Die Gschwendlingers. Heute, ein ZDF-Journalist zieht in den Krieg. Du Aloisi, ich hab das jetzt fertig gelesen, das Buch, das du mir da zum Lesen gegeben hast. Ah, du meinst das Buch, wo es darum geht, dass so viel Propaganda gemacht wird, bevor es zum Krieg kommt, oder? Ja, das war ja nicht so dick, aber wirklich interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Frauen bei mir im Sinnkreis dazu sagen, wenn ich ihnen das erzähle. Im Sinnkreis redet sie über sowas. Hören die dir da überhaupt zu? Aber freilich, ich druck denen das schon ein, dass wir ganz oft ganz hinterkünftig angeschmiert werden. Und die vertrauen da nicht die Augen, wenn du denen mit sowas daherkommst? Nein, so blöd wie in manchen Männern sind wir alten Weiber nämlich nicht. Wir gingen nicht so früh ins Bett, dass wir das mit dem Kleber im Fernsehen nicht mitgekriegt hätten, als der vor ein paar Tagen das mit dem Es ist Krieg in die Fernsehnachrichten gesagt hat. Was glaubst du, wie sie die bei mir im Sinnkreis über diesen Kleber aufgeregt haben? Ja, wir zwei haben uns ja auch drüber aufgeregt, wie der Kleber das gleich bei der Einleitung von den ITDF-Nachrichten gesagt hat. Wart, ich hab mir das am Computer eingemerkt. Hör mal hin. Guten Abend. Zu Wasser und in der Luft sind heute Nacht amerikanische, deutsche und andere europäische Verbündete unterwegs nach Estland, um die russischen Verbände zurückzuschlagen, die sich dort ähnlich wie vor einigen Jahren auf der Krim festgesetzt haben. Keine Sorge, das ist nicht so. Das ist nur eine Vision, aber eine realistische. Und weißt das noch? Ein Tag drauf hat er noch einen draufgesetzt. Er wollte noch einmal gegen die Russen hetzen. Und hat dabei gar nicht gemerkt, dass er damit eigentlich die Armee meint. Guten Abend, wir müssen über Krieg reden. Es ist nämlich Krieg, man merkt es nur nicht. Moderne Kriege brauchen im Idealfall keine Panzer und Bomben mehr. Sie schaffen es, die Gesellschaft, die öffentliche Diskussion und die Entscheidungsprozesse einer anderen Macht so zu unterwandern, dass die gefügig wird. Tu das weg. Ich kann den Kerl nicht mehr hören. Wie sagst du aber, Aloisi? Für so einen Schmarrn sind wir zu alt, als dass wir sowas gut finden können. Glaubt der, dass das gut ist, wenn der da so hetzt? Ich weiß nicht, was sie dir dabei denkt. Vielleicht meint er hätte Narrenfreiheit. Der hat uns nämlich vor seinem eigenen Dahergeredet schon mal gewarnt. Hör einmal. Es gibt jeden Tag heftigere Gründe zu fragen, was man überhaupt noch glauben darf in Zeiten von sekündlich sich überholenden Nachrichten und einem immer schneller werdenden Wettbewerb, in dem fürs Nachprüfen und vor allem fürs Nachdenken kaum noch Zeit bleibt. Nicht nur beim Leser und Zuschauer, sondern vor allem bei uns, den Machern, wo es ja wahrscheinlich noch viel schlimmer ist. Das wissen wir und arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen. Mehr können wir Ihnen nicht versprechen. Und Sie können jetzt nicht mehr sagen, wir hätten Sie nicht gewarnt. Dem Kerl kann die Leffi langzung. Das wär's nicht schaffen, Jemi. Der ist kein Schulbuhr mehr. Aber es gab da etwas anderes. Ich hab da was gefunden. Wie die kenn, natürlich hast du das im Internet gefunden. Ja, wo denn sonst? Da gibt's einen ziemlich bissigen Journalisten. Der hat sich schon mit der Süddeutschen Zeitung angelegt. Dem gefällt das, was der Kleber da gemacht hat, auch nicht. Wer ist das? Ist das am Ende sogar der, von dem ich gerade das Buch gelesen hab? Na, das ist der nicht. Der schreibt zwar auch Bücher und heißt auch Ulrich, ist aber nicht der Ulrich Tosch, der das Buch geschrieben hat, das du gerade gelesen hast. Der, den ich jetzt mein, der heißt Ulrich Gellermann. Der hat sich in einem Artikel über einen Schreiberling aufgeregt, der in der Süddeutschen in einem Artikel gegen den Trump, den amerikanischen Präsidenten, gehetzt hat, aber mit unbelegten Behauptungen rumgehetzt hat und nur sogenannte Konjunktivformulierungen geschrieben hat. Weißt schon, so Sachen wie, es könnte sein, es soll
und so ein Zeug halt. Wir taten jetzt sagen, der Schreiberling hat zwar so da alles, wisst ihr da was? In Wirklichkeit war es aber Propaganda. Und zwar ziemlich unjournalistische Geschichten hat er geschrieben. Bei uns darf man sagen, nix, genaues, weiß man nicht. Und was hat jetzt der André Ulrich da drauf geschrieben? Der hat geschrieben, halt die fest, dass der sowas schreibt, ein postfaktisches Arschloch sei. Ui, der langt aber hin. Deswegen haben sie ihn ja auch wegen Beleidigung angezeigt. Doch am Ende hat das Gericht die Sache abgewiesen. Also, er ist nicht bestraft worden dafür. Ja, und jetzt, was meint der zu dem Kriegstreiber da vom ZDF, dem Kleber und seine Sprich? Ja, das soll jetzt die zuerst einmal hinsetzen. Nicht, dass die umhaut. Hoch hin. Wir leben in einem unordentlichen Land und haben auch primär unordentlich öffentlich-rechtliche Sender, zumindest in der Kriegsfrage. Ich sag mal ganz klar und auch bewusst in diese Kamera, also Justiziale. Klaus Kleber ist ein dreckiger Kriegstreiber. Klaus Kleber ist ein Mensch, der völlig gewissenlos die Medienmacht, die er repräsentiert, missbraucht. Klaus Kleber ist jemand, der in anderen Ländern nicht nur abtreten müsste. So einer gehört hinter Schloss und Riegel. Ja, sag ich mir, der lässt aber ganz schön krachen. Wart ihr mich, geht noch weiter. Wir brauchen eine Bewegung in diesem Land, die sich gegen diese Sorte von Kriegspropaganda wehrt. Wir haben auf Dauer nur eine Möglichkeit, die heißt in Frankreich Gelbe Weste. Solange wir die Redaktionsbüros nicht besetzen, solange wir nicht auch mal per Personen, per Körper deutlich machen, wo die Grenze ist für das, was wir deutsche Konsumenten uns zumuten lassen. Solange wir diese Grenze nicht aufzeigen, passiert da gar nichts. Sie werden weiter Kriegspropaganda machen und das wird, steht der Tropfen, hüllt den Stein, auf Dauer natürlich auch erfolgreich sein. Ziviler Ungehorsam ist eine sehr höfliche und freundliche Form. Ich sage noch einmal, Frankreich ist das ideale Beispiel für solche Notfälle. Wir sind in einem Notfall. Wir sind in einem Fall, wo öffentlich-rechtliche Medien sukzessive wachsend versuchen, uns in den Krieg zu schwätzen, zu senden. Das ist ein Notfall, in dem man auch sagen muss, da müssen wir auch mal gucken, ob man nicht mal die Türen von einem Sender blockiert. Da muss man mal gucken, wie denn die Chefintendanz von solchen Sendern lebt. Da muss man mal reingehen. Da muss man mit dem mal ernsthaft reden. Und zwar persönlich. Und zwar nicht nur über Schreiben und Mails, das ganz wichtig ist, das will ich nicht negieren. Und nicht nur darüber, dass man brav vor der Türe stehen bleibt. Da muss man mal hin. Da muss man mal hin und sagen, was man von Kriegspropaganda hält. Wenn wir das nicht tun, wird es nicht gut enden. Also, irgendwie kann ich den ja verstehen. Bei der ganzen Hetzerei zurzeit, da zieht's da ja bald die Zehennägel auf. Kannst dich noch erinnern, früher, wie wir noch jünger waren, haben wir ja selber mitprotestiert. Heute demonstrieren die Jungen ja nur noch fürs Klima. Ja, aber das kann man ändern. Weißt was? Ich glaub, es war wieder an der Zeit, dass wir Alten wieder mitprotestieren. Ja, wie stellst du denn das vor? In unsere T-Shirts von damals darf man doch gar nicht mehr reinpassen. Die Friedenstaube auf deinem Hemmerl treißt doch, wenn du versuchst, das über deinem Wappen zu ziehen. Die T-Shirts sind doch nicht so wichtig, Irmi. Hauptsache, wir marschieren überhaupt mit. Jetzt sind doch an Ostern wieder die Friedensmärsche. Genau da machen wir mit. Sapralot alles, du bist ja echtes Scharnierl. Aber weißt du, wo die Friedensdemos denn sind? Noch nicht, aber gleich. Im Internet werde ich schon finden. Und bei einer marschieren wir noch mit. Wenn schon die Jungen nicht machen, dann machen's eben wir zwei. Damit sie das mit derer ekelhaften Kriegstreiberei aufhört und endlich was weitergeht mit dem Frieden. Mei, wenn ich die nicht hätte, Aloisi. Du, mag den Leberkäse. Das waren die Gschwendlingers, aufgenommen für bürgersicht.de. Musik Martin de Boer, eingesprochen von Bernd Schubert.